Wir haben Deutschland aufgebaut. Wir haben unsere Rente selber erarbeitet. Lassen wir uns nicht verarschen. Nehmen wir Fachleute aus der Wirtschaft für die wichtigen Ämter. Anschließend räumen wir in Brüssel auf. Die führen sich immer mehr auf wie Diktatoren. Wer nicht für uns und unsere Art zu leben ist, der muss gehen. Unsere Kinder verblöden. Unsere Infrastruktur wird zerstört. Unsere Religion zurückdrängt zum Vorteil der Zuwanderer. Wo sind wir denn? Hallo Berlin! Ich bin 48. Ich lasse mir nicht mehr die Butter vom Brot klauen. Ach ja, 78 natürlich, ja. Ich habe natürlich lieber was jünger, ja. Man kann es ja mal probieren. Also, ich grüße euch. Da sind wir wieder. Am selben Ort wie vorhin, ja. Was hat sich verändert? Nichts. Außer, dass unsere Befürchtungen noch übertroffen wurden. Der Strick um unseren Hals wird immer enger. Die, die unsere Interessen vertreten sollen, sind gegen uns. Sie wollen Krieg, der nicht der unsere ist. Wer diesen angezettelt hat, folgt der Spur des Geldes. Es fließt seit dem Maidan aus Richtung USA, die das Land da schon teilweise aufgekauft haben und Schlupfrechte. Und die dummen Europäer sollen die Kastanien aus dem Feuer holen. Gleichzeitig verlieren wir einen zuverlässigen Handelspartner, was unsere Wirtschaft in den Ruin treibt. Die, die unsere Interessen vertreten sollen, werden ferngesteuert, brechen ihren Schwur, Schaden vom deutschen Volke fernzuhalten. Auch hier gilt es, folgt der Spur des Geldes. Wie kann ich so etwas sagen? Sie wollen doch nur unser Bestes. Unser Land, unser Geld, unsere Freiheit. Wenn es geht, unser Leben. Siehe Impfung. Begreift es endlich. Wir werden von den Altparteien belogen und betrogen. Billionen haben sie dieses Jahr in alle Welt verteilt. Für uns bleiben nur die Almosen. Jetzt wollen sie noch mehr. Sie kriegen den Hals nicht voll. Wir wollen eine direkte Demokratie, wie in der Schweiz. Sonst passiert das immer wieder, dass gegen unsere Interessen gehandelt wird, im Mäntelchen der Demokratie. Keine Ungelernte mehr in wichtige Posten. Wo das hingeführt hat, erleben wir gerade live. Ihr wisst es selber, Gesetze, die die Innovation verhindern und so keine guten Ernten mehr ermöglichen, so wie gesunde Lebensmittel, nicht die aus der Retorte von Familienbetrieben, die in Generationen denken. Das ist wichtig. Wir wollen keine in der Fabrik hergestellte Lebensmittel. Wir wollen natürliche Lebensmittel. Unsere Kinder verblöden, unsere Infrastruktur wird zerstört, unsere Religion zurückdrängt zum Vorteil der Zuwanderer. Wo sind wir denn? In Deutschland will sie gut und gerne leben. Uns einreden, wir allein wären schuld am Klimawandel. Bilden wir uns ein, wir sind Gott und das Klima beeinflussen können. Wir sind Flöhe im Pelz der Erde. Sie ist es leid, Atombomben zu schlucken, angebohrt zu werden, die Meere als Mülleimer zu nutzen, statt dankbar zu sein für all die Schönheit, die sie uns zur Verfügung stellt. Merkt ihr nicht, wie sie sich schüttelt?
alle Vulkane der Erde erwachen, die tausende von Jahren geschlafen haben. Die Kanonen Gottes sind geladen. Wenn das losgeht, haben wir andere Sorgen. Dann gibt es eine Eiszeit und keine Warmzeit. Europa muss Selbstversorger bleiben, sonst hungern wir alle. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest die Offenbarung. Wir sind mittendrin. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nur zusammen sind wir stark. Ohne Handwerker, Bauern, Transporteure, Ärzte, Pfleger, Politiker, die an unserer Seite stehen, habt ihr kein Dach über dem Kopf, seid nackig, krank und hungrig. Nur durch gemeinsames Handeln können wir uns und unser Land retten. Wer nicht für uns und unsere Art zu leben ist, der muss gehen. Wir wollen Frieden in Russland. Das bedeutet Rohstoffe, Absatzmärkte und einen starken Verbündeten für Europa. Es wird Zeit, dass Europa unabhängig von überseeischen Mächten wird. Denkt mal darüber nach. Haben unsere Politiker schon vergessen, die Einheit Deutschlands haben wir Russland zu verdanken. Das beinhaltet die Versprechen, dass die NATO nicht weitergeht wie Ostdeutschland. Das haben sie alles vergessen, ne? Versprechen gilt das heute noch. Kennedy sagte damals in der Kuba-Krise, wenn Russland auf Kuba Raketen stationiert, ist das eine Kriegserklärung. Was ist das denn für Russland? Gilt gleiches Maß nicht für alle? Wenn wir auch den Krieg verdammen, aber damit hat die USA kalkuliert. Mit Russland haben wir einen Friedensvertrag, nicht mit der USA. Obama war in Ramstein auf Nachfrage der Meinung, Deutschland wäre die Vasallen der USA. Das soll auch so bleiben. Wenn das Freunde sind, dann brauchen wir keine Feinde mehr. Wir müssen unsere Politiker daran erinnern. Wir, das Volk, wollen keinen Stellvertreterkrieg. Sie können gerne persönlich an die Front in die Ukraine. Ich fahre so unentgeltlich hin. Meint nur nicht, die CDU und die CSU wollen uns retten. Dann habt ihr ein kurzes Gedächtnis. Die CSU stellte Jahrzehnte den Verkehrsminister. Wo ist das Geld geblieben? Nicht bei den maroden Brücken und Straßen oder der Bahn. Die Pleite mit der Maut. Niemand hat dafür die Verantwortung übernommen. Hallo, CDU. Wo ist unser Rententurm? Den hatten wir nämlich. Veruntreut. Niemand bräuchte heute zu darben, wohnungslos zu sein oder Flaschen zu sammeln. Wir haben Deutschland aufgebaut. Wir haben unsere Rente selber erarbeitet. Bei einer 60-Stunden-Woche und mehr. Ich habe mit 13 Jahren meine Lehre angefangen. Ich war mit 16 Gesellin. Ich bin heute noch Bäuerin dazusätzlich. Ich bin Hauswirtschafterin. Ich habe mehrere Berufe gelernt. Und dann lasst mich von diesen Idioten nicht mehr regieren. Wo ist unser
Geld geblieben. Die CDU will den Krieg. Wir nicht. Merz hat eine von der Leyen an die Spitze der EU gestellt, die unsere Armee bestohlen hat, die Gelder stattdessen an ihre Spezies verteilt, Corona-Deals zu verantworten und uns mit Green Deals die indirekt enteignet. Ich lasse mich nicht enteignen. Da gehe ich auf die Barrikaden. Staub mal und Platz. Lassen wir uns nicht verarschen. Nehmen wir Fachleute aus der Wirtschaft für die wichtigen Ämter. Das geht. Siehe Trump. Keine Ungelernten mehr. Packen wir das an. Jagen wir sie zum Teufel. Wählen eine direkte Demokratie. Anschließend räumen wir in Brüssel auf. Die führen sich immer mehr auf wie Diktatoren. Mr. Trump, sorgen Sie für Frieden in der Ukraine. Helfen Sie Europa. Ich danke euch. Marion, ich bin jetzt gerade etwas geflasht. Ich habe viele Redner in deiner Laufbahn gesehen. Aber das, was du hier gerade gebracht hast, ich ziehe meine Mütze vor dir, das, was du hier geschafft hast. Leute, das ist Volkes Stimme! Das ist die Stimme des Volkes, von einem Menschen, der sich hier an den Rande der gesundheitlichen Erschöpfung gearbeitet hat. Und die Leute, die mich kennen, wissen, wenn ich meine Mütze ziehe, das hat was ganz Großes zu bedeuten. Maria, bleib bitte immer so, wie du bist. Ehrlich, authentisch und es war schön, dass du bei uns warst zum Reden. Vielen Dank dafür. Ein Applaus! Weitere Regierung. Geht auf die Straße. Wir wollen ein freies Deutschland.